Hallo, ich gehe davon aus, dass ihr schon meinen Kurs über die Laplace-Transformation durchgearbeitet habt und auch meine Videos zur Fourier-Reihen- und Fourier-Transformation. Und jetzt taucht wahrscheinlich die Frage auf, woher kommt eigentlich diese Laplace-Transformation? Ja, diese Frage wollen wir in den nächsten Videos beantworten. Und ich fange mal an. Also ihr wisst, dass man eine Funktion zerlegen kann, ne? Zum Beispiel in eine Potenzreihe oder in eine Fourier-Reihe, wobei man mit den Fourier-Reihen nur periodische Funktionen zerlegen kann. Ne? Potenzreihen, da kann ich auch nicht periodische Funktionen zerlegen, zum Beispiel hier die E-Funktion, die hat diese Zerlegung. Und die kann ich auch so schreiben, die Zerlegung. Ne? Diese Summe hier, das ist ja eine unendliche Summe, die kann ich auch mit diesen Summenzeichen hier schreiben. Ja, jetzt habe ich hier dran geschrieben, dass diese Potenzreihen und die Fourierreihen diskrete Zerlegungen sind. Ja, was heißt das? Gucken wir uns zunächst einmal die Potenzreihen an. Da wird ja eine Funktion, wie zum Beispiel die E-Funktion, in Potenzen von x zerlegt. Ja? Aber diese Potenzen haben ja ganz bestimmte Exponenten. Die heißen 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Ja, das sind alles natürliche Zahlen, die Exponenten hier dieser Potenzreihe. Da habe ich also nicht sowas wie x hoch 2,47 oder x hoch 3,5. Ja, das sind alles natürliche Zahlen. Das heißt, die Exponenten dieser Potenzreihe, das sind ganz bestimmte Zahlen. Ne? Also nicht, da tauchen nicht alle Zahlen vor im Exponenten. Deshalb sagt man, das ist eine diskrete Zerlegung. Ja, und das Gleiche haben wir auch bei den Fourier-Reihen. Wenn ich hier zum Beispiel ein Signal habe mit 1 Hertz, dann habe ich hier einmal t, zweimal t, dreimal t, also nur Vielfache von 1 Hertz. Ja, oder wenn ich hier 1000 Hertz habe, dann habe ich hier einen Sinusterm, Sinus von 1000 Hertz, 2000 Hertz, Sinus von 3000 Hertz, Sinus von 4000 Hertz und so weiter. Das heißt also, dieses n hier, na, das kann ich ja auch so schreiben als Formel. Na, da habe ich hier diesen Faktor n. Na, dieses n ist hier 1, 2 und 3 und so weiter. Also dieses n hier. Also das, was vor dem t steht, das nimmt nur ganz bestimmte Werte an. Ja, das sind natürliche Zahlen. Ja, und hier nimmt das n, na, das sieht man hier an der Formel, der Exponent heißt hier n, hier nimmt das n auch nur ganz bestimmte Werte an, nämlich auch nur natürliche Zahlen. Ja, also hier habe ich ein n, das nimmt nur den Wert von natürlichen Zahlen an, und hier habe ich auch ein n. Ja, und da dieses n nimmt auch nur den Wert von natürlichen Zahlen an. Ja, und deshalb nennt man diese beiden Zerlegungen diskrete Zerlegungen. Ne? Potenzreihen und Fourierreihen sind diskrete Zerlegungen. Ja, als nächstes hatten wir dann eine kontinuierliche Zerlegung kennengelernt, nämlich die Fourier-Transformation. Ja, wie war die entstanden? Also mit einer Fourier-Reihe, da kann ich ja nur ein periodisches Signal zerlegen. Ne? Oder umgekehrt, nur ein periodisches Signal kann ich in eine Fourier-Reihe zerlegen. So, jetzt stellt euch vor, ich habe hier nur ein so ein Sägezahn hier, wie im Bild. Ja? Dann kann ich dieses Signal nicht in eine Fourier-Reihe zerlegen. Da hat man gesagt, da muss ich eine Fourier-Transformation durchführen. Ja, das heißt dann eben, dass ich dieses Signal nicht nur in ganz bestimmte Frequenzen zerlege, sondern in alle Frequenzen, die es überhaupt nur gibt. Ja, da hatte ich dann auch so eine Animation gezeigt in dem Video. Das Video heißt von der Fourier-Reihe zur Fourier-Transformation. Da kann man dann ganz gut erkennen, dass da dann alle Frequenzen drin sind. Ja, und weil ich eben alle Frequenzen da summiere, ja, das ist dann eine Summe aus allen Frequenzen, da darf ich dann auch nicht das Summenzeichen nehmen, sondern das Integralzeichen. Na, mit beiden Zeichen, also mit den Summenzeichen als auch mit dem Integralzeichen, werden ja Summen gebildet, aber hier
bilde ich nur eine Summe über sozusagen natürlichen Zahlen. Ne? N ist 1, 2, 3, 4. Ja, aber dazwischen die Werte lasse ich aus, während ich ja hier von minus unendlich bis unendlich integriere. Ne? Also da nimmt diese Variable x jeden Wert an. Ne? Dieses n nimmt nur ganz bestimmte Werte an, also diskrete Werte, ja, während diese Variable x hier kontinuierlich alle Werte annimmt. Ja, das ist der Unterschied. Ja, also nochmal zusammengefasst, Fourier-Reihe heißt eine diskrete Zerlegung eines Signals. Ja, da habe ich also nur ganz bestimmte Frequenzen. Bei der Fourier-Transformation, da habe ich eben jede Frequenz. Ja, das ist eine kontinuierliche Zerlegung. Das ist der Unterschied. Da hatte ich auch ausführlich erklärt in dem Video, das heißt von der Fourier-Reihe zur Fourier-Transformation. So, jetzt wird wahrscheinlich die Frage auftauchen, wenn es bei diesen Zerlegungen in Sinusschwingung eine diskrete und eine kontinuierliche Zerlegung gibt, ne, nämlich die Fourier-Reihe und die Fourier-Transformation, ne, bei diesen Sinusschwingungen hier. Gibt es denn bei Potenzen auch sowas wie eine diskrete und kontinuierliche Zerlegung oder gibt es da nur eine diskrete Zerlegung in Potenzreihen? Nein, da gibt es auch sowas wie eine kontinuierliche Zerlegung und das nennt sich Laplace-Transformation. Ja, ich habe schon aus Spaß gesagt, man hätte die Laplace-Transformation lieber Potenztransformation nennen sollen, dann hätte jeder gewusst, das ist das Gegenstück zur Potenzreihe. Ja, genauso wie die Fourier-Transformation das Gegenstück zur Fourier-Reihe ist. Ja, bei Fourier-Reihen und Fourier-Transformation, da erkennt man den Zusammenhang am Namen, ne? Fourier, Fourier, aber hier steht Potenz und hier steht Laplace. Ja? Und deshalb sieht man nicht, dass das aber genau der gleiche Zusammenhang ist wie bei den Fourier-Reihen und Fourier-Transformationen. Ja? Also, wir haben diskrete Zerlegung, Potenzreihe und Fourier-Reihe und wir haben kontinuierliche Zerlegung, die heißen Laplace-Transformation und Fourier-Transformation. Ja, da steckt also jetzt hier, also hier habe ich ja nur Potenzen x hoch 1, x hoch 2, x hoch 3, aber keine Potenz x hoch 2,74 zum Beispiel. Die steckt hier aber drin. Das ist genauso wie hier. Hier habe ich ja alle Frequenzen und hier habe ich alle Potenzen. Gut, jetzt werdet ihr sagen, Moment mal. Ja, also hier die Potenzen, wo stecken die denn da drin? Ja, die stecken in dieser E-Funktion. Da muss man so einen kleinen technischen Trick machen, den zeige ich euch im nächsten Video. Ja, da zeige ich euch, wie das technisch abläuft. Hier möchte ich erstmal so das große Bild zeichnen. Ja, in die Details gehen wir dann im nächsten Video. Ja, also diese ganzen Potenzen, wenn ihr euch vorstellt, da kommen jetzt noch die Potenzen zu, mit wo der Exponent eine Dezimalzahl ist, die stecken alle in diesen Ausdruck drin. Ja, und ihr seht auch dieses Summenzeichen, das hatte ich ja hier erklärt, das Summenzeichen wird dann zum Integral. Ja, das ist hier auch der Fall. Hier habe ich auch ein Summenzeichen, weil ich nur ganz bestimmte Werte n habe. Ja, und hier muss ich ein Integralzeichen nehmen, weil ich alle Werte t nehme. Ja, ist also exakt das gleiche hier, der gleiche Zusammenhang, den ich hier habe bei der Fourier-Transformation und der Fourier-Reihe, den habe ich bei Potenzreihen und Laplace-Transformation. Ja, aber wie gesagt, in die Details, warum jetzt hier die ganzen Potenzen in diesen Ausdruck stecken, das erkläre ich im nächsten Video. So, die nächste Frage, die wir uns stellen, ist folgende. Hat denn die Laplace-Transformation auch was mit der Fourier-Transformation zu tun? Ja, da kann man sagen, die Fourier-Transformation ist so eine Art Sonderfall der Laplace-Transformation. Ja, oder anders ausgedrückt, die Laplace-Transformation ist eine Verallgemeinerung der Fourier-Transformation. Ja, im Prinzip ist es ja hier bei diesen beiden diskreten Zerlegungen auch schon so,
Ne? Foyer-Reihe ist ja mehr so was Spezielles, so ein Sonderfall. Da kann man nur periodische Funktionen zerlegen. Ne? Aber bei einer Potenzreihe, da kann ich alles zerlegen. Die E-Funktion, aber auch sowas wie Sinus oder Cosinus. Also auch sowas wie eine periodische Funktion. Ne? Also im Prinzip ist es hier schon so, dass Fourier-Reihen etwas Spezielles sind. Ja? Und hier ist es auch so. Fourier-Transformation ist mehr was Spezielles, während Laplace-Transformation das Allgemeinere ist. Ne? Also Fourier ist ein Sonderfall. Ein Sonderfall der Laplace-Transformation, sagt man. Ja? Kann man auch schon mal sehen, so ganz oberflächlich als Merkregel. Ich habe ja hier im Exponenten, na, also die Integrale sehen ja fast gleich aus, aber hier habe ich im Exponenten eine imaginäre Zahl. Und hier habe ich ja dieses S hier, das ist eine komplexe Zahl. Ja, und komplexe Zahlen sind eine Verallgemeinerung der imaginären Zahlen. Oder umgekehrt, die imaginären Zahlen hier sind ein Sonderfall der komplexen Zahl S hier. Ja, und deshalb ist das hier etwas Spezielles und das hier ist eine Verallgemeinerung. Ja, so kann man sich das merken, das sieht man also schon rein optisch. So, jetzt wollen wir uns diesen Zusammenhang zwischen Laplace-Transformation und dem Sonderfall Fourier-Transformation nochmal genauer angucken. Und dazu nehmen wir uns hier diese E-Funktion, die habe ich hier nochmal hingeschrieben. Und dieses S hier, na, da wissen wir ja, das ist eine komplexe Zahl, die schreiben wir als A plus B mal I. Ja? So, jetzt wenden wir ein Potenzgesetz an und dann kann man das also auch schreiben als Produkt. Na, E hoch eine reelle Zahl mal E hoch eine imaginäre Zahl. So, und der zweite Faktor, das ist ja jetzt hier dieses hier. Ja? So, jetzt müsst ihr euch an mein Video erinnern, das heißt die komplexe E-Funktion. Und da haben wir gelernt, wenn ich einen Term habe, E hoch was Imaginäres, was passiert da, wenn ich hier dieses X immer größer werden lasse? Ja, dann erhalte ich Funktionswerte, die so rotieren. Ne, das bewirkt eine Drehung. Ja, also dieser Term hier, dieser Term e hoch was Imaginäres, beziehungsweise dieser hier, e hoch was Imaginäres, der bewirkt so eine Drehung. Ja? Aber die Zahl wird, wenn ich x immer größer mache, ja, und das mache ich ja hier, ich lasse ja dieses x hier gegen unendlich gehen, ja? Dann wird Folgendes passieren, dass die Funktionswerte werden sich immer so drehen, im Kreis bewegen, aber die werden nicht gegen 0 gehen. So, und da habe ich manchmal ein Problem, ja, weil das ist ja ein uneigentliches Integral. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Ja, und damit das konvergiert, sollte natürlich dieser Term hier irgendwann mal gegen 0 gehen. Aber der geht ja nicht gegen 0. Ne? Der wird ja immer, der dreht sich ja immer. Ne? Das hier, also wenn ich x immer größer werden lasse, dann dreht sich dieser Term hier. Ne? Also der Wert hier in der komplexen Ebene. Der dreht sich so, ja, geht aber nicht gegen 0 und dann habe ich ein Problem, weil wenn ich irgendwas, was nicht 0 ist, immer weiter addiere, ja, dann konvergiert dieses Integral nicht und dann habe ich keine Fourier-Transformation. Ja, das ist ein Problem. So, wenn ich jetzt aber die Laplace-Transformation nehme, da habe ich ja hier noch so einen Faktor. Ja, da habe ich e hoch was Reelles. So, und wenn ich jetzt dieses t hier, so wie dieses x hier, ne, wenn ich dieses t hier gegen unendlich gehen lasse, was passiert dann hier mit diesen zusätzlichen Term? Also wenn t gegen unendlich geht, ja, dann wird der Exponent gegen minus unendlich gehen. Ja, das heißt, dieser zweite Term, e hoch minus was Reelles, was immer größer wird, ja, dieser Term geht gegen 0. Ja, und das hilft mir natürlich, damit dieses Integral hier konvergiert. Ja, das ist ja immer das Problem bei uneigentlichen Integralen, die hören ja nicht auf. Das sind ja keine Integrale wie in der Schule. Ja, da ist ja die obere Integrationsgrenze unendlich. Ja, und die konvergieren eben schwer. Ja,
Ja, und dadurch, dass ich diesen zusätzlichen Term hier einführe, ne, konvergiert das leichter. Ja, aber wie gesagt, das könnt ihr euch nochmal bildlich angucken in meinem Video über die komplexe Exponentialfunktion. Ja, da ist das nochmal genau erklärt. Ja, also nochmal, ich fasse mal zusammen. Dieser Term hier bewirkt, das habe ich in den anderen Video gezeigt, so eine Drehung in der komplexen Ebene. Ja, das ist aber schlecht, weil dann habe ich einen Term, der nicht zu Null wird. Und wenn ich jetzt gegen bis unendlich integriere, dann kommt ja immer wieder was hinzu. Ja, das ist natürlich ganz blöd. Dann wird dieses Integral unendlich groß, ne, das konvergiert nicht. Und ich habe keine Fourier-Transformation. Wenn ich jetzt aber diesen zusätzlichen Term hier einführe, das heißt, wenn ich den Exponenten nicht nur imaginär mache, sondern komplex, ja, dann habe ich diesen zusätzlichen Term und der geht gegen Null. Ne? Wenn t immer größer wird, und t wird ja immer größer, denn die obere Integrationsgrenze ist ja unendlich. Ja, also das ist der Zusammenhang. Die Laplace-Transformation ist natürlich, ist sozusagen so eine aufgemotzte Fourier-Transformation. Ne? So wie ein frisiertes Auto, was schneller fährt. Hat natürlich auch Nachteile. Alles im Leben, was einen Vorteil hat, hat auch einen Nachteil. Ne? Ich habe jetzt hier eine komplexe Zahl, also sozusagen eine Dimension mehr. Ja, hier bin ich noch im Imaginären, hier bin ich jetzt schon im Komplexen. Ja, das alles im Leben hat Vor- und Nachteile. Ja, das konvergiert zwar, dieses Integral konvergiert zwar besser, aber dafür habe ich eine Dimension mehr. Gut, also ich halte fest, wenn ich eine ungünstige Funktion f von x habe, dann kommt es manchmal vor, also nicht immer, dass dieses Integral hier nicht konvergiert. Ja, weil dieser Term ja nicht gegen 0 geht und wenn dieser Term ja auch nicht gegen 0 geht, habe ich ein Problem. Ja, während ich hier durch diesen zusätzlichen Faktor eine größere Chance habe, dass das konvergiert, weil dieser Term dann auf jeden Fall gegen 0 geht. Wobei ich ganz genau sein möchte, es gibt natürlich auch Funktionen f von t hier, diese hier, ne, die Probleme machen. Ja, also normalerweise ist die E-Funktion die am schnellsten wachsende Funktion von allen Funktionen, die es gibt. Ja, und wenn die ein Minus erhält, ist es eben eine Funktion, die am schnellsten fällt. Ja, und deshalb ist es eigentlich egal, wie diese Funktion f von t aufgebaut ist. Diese Funktion fällt immer schneller, als die hier wächst. Ja, gut. Ausgenommen wieder Sonderfälle. Ja, die Funktion f von t kann ja zum Beispiel auch eine E-Funktion sein, ohne Minus. Ja, oder solche Scherze. Ja, aber so, ich sag mal, fast alles ist damit abgedeckt. Ne? Fast jedes dieser Integrale konvergiert. Ja, während ich hier ja diesen zusätzlichen Faktor nicht habe, da habe ich manchmal dann ein Problem. Ne? Stellt euch zum Beispiel mal vor, die Funktion f von x ist eine Sinusschwingung, also ein instabiles System, da schwingt irgendetwas. Das heißt, dieser Term geht nicht gegen 0 und dieser auch nicht. Ja, und deshalb kommt immer wieder etwas hinzu, ne? Denn ich integriere ja bis unendlich. Ja, und dann habe ich ein Problem, das konvergiert nicht und ich habe keine Fourier-Transformation. Gut, aber damit wollen wir das jetzt auch sein lassen, diese Detailbetrachtung. Ich möchte euch jetzt noch was ganz anderes erklären, und zwar einen Videotipp geben. Und zwar die Laplace-Transformation, das sehen wir ja hier, ist die Summe. Ne? Das Integralzeichen ist ja ein Summenzeichen sozusagen. Die Laplace-Transformation ist also die Summe aus ganz vielen E-Funktionen. Ne, mal dann noch eine Funktion. Ja, aber im Prinzip ist es die Summe aus ganz vielen komplexen E-Funktionen, ne, also nicht reellen E-Funktionen, sondern komplexen E-Funktionen. Und diese Summe von ganz vielen komplexen E-Funktionen, die kann man in einer Animation darstellen. Ja, und das hat irgend so ein Russe gemacht. Ich
habe den Namen wieder vergessen, der ist auch schwer aussprechbar. Ja, und dieses Video verlinke ich. Und wenn ihr dieses Video hier verstanden habt, ja, dass die Laplace-Transformation die Summe aus ganz vielen komplexen E-Funktionen ist, ja, dann könnt ihr euch diese komplexen E-Funktionen bzw. die Summe von ganz vielen komplexen E-Funktionen, die könnt ihr euch in dieser Animation angucken. Ne, ist wirklich ein gutes Video, hat auch, ich glaube, schon 1 Million Zuschauer. Ja, dann verabschiede ich mich. Ne? Ich mache im nächsten Video weiter. Da erkläre ich dann, dass diese ganzen Potenzen, also wenn man dann noch die mit gebrochenen Exponenten hinzunimmt, ja, dass die dann alle diesen Ausdruck e hoch minus s mal t ergeben. Ja, aber das ist ein Detail. Das ist jetzt nicht so weltbewegend. Ne? Das sind mehr so technische Umformungen. Erkläre ich im nächsten Video, wie gesagt. Ne? Aber ihr könnt euch, das würde jetzt passen vom Thema her, dieses Video von diesen Russen angucken. Und ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.